Auch wenn ich jetzt eine Waffe habe. Ideal ist die noch nicht. Am Airfield finde ich natürlich keine Mosin. Hast du in Vibor geguckt, ob da dann Mosin liegt? Nö. Da war ich gar nicht. Brrr, da müssen wir dahin. Toll, Pascal. Du bist so ein Tollpatsch. Ich muss diese rote Jacke loswerden. Echt gut, ey. Die rote Zora bin ich. Ich habe auch noch das Bayonett für die SKS. Hab ich schon. Okay, dann droppe ich das jetzt hier im Laufen auf den Boden. Ich hab das so gut im Laufen mit Messern zu hantieren. Meinst du, liegt das ja einfach, wenn da hinläuft, denkst du so, geil! Und geil! Bayonett, mit dem ich nichts machen kann. Es sei denn, es gibt Möglichkeiten, jetzt Nahkampfangriffe zu machen. Möchte ich gar nicht ausschließen. Wir wissen das nur einfach nicht, weil wir Noobs sind. Noobs, Noobs. Oh, ich steuere erstmal das Haus da unten an, wa? Ja. Noobidoop, noobboop, noobboop, boobab, beedibiep. Weil ich so geil bin, werde ich jetzt gerade mal nebenbei googeln, ob man Waffennahkampf machen kann. Kann man nicht, das hatte ich mitgekriegt. Daisy. Waffen. Kann man nicht. Kann man nicht. Kann man nicht. Tipps und Tricks: Nahkampfwaffen und Pistolen. Waffenguide. Ja, Nahkampf. Waffen. Waffen. Nahkampfwaffen. Ah, Machete. Axt. Ja, ja, das ist geil. Ich laber aber nicht so groß rum hier. Ich weiß nicht, ob genau das jetzt geht. Oh, das ist das normale Daisy Wiki. Boah, jetzt habe ich schon keine Lust mehr. Okay, ich leg mein Handy weg. Geht nicht. Wieder mal hatte ich recht. Mhm. Das ist ein. Nee, ich habe hier noch nichts anderes gehört, also hast du noch nicht recht. Doch. Klar, weil du immer recht hast. 110%ig, ne? Hier sogar 120%ig. Oh, es lehnt er sich aber weit aus dem Fenster. Nee. Nee. Nö. Das kann er jetzt schon mal ins andere Haus gehen können. Welches denn? Hä? Welches denn? Das ist die Straße hoch. Okay. Okay. Jetzt hab ich nur gesagt, um dich loszuwerden, jetzt werde ich dich von hinten killen. Boah, ist vielleicht nicht schlecht für dich. Ich hab echt guten Loot, muss ich sagen. Ja, aber bei meinen Schusskünsten zerstöre ich den ganzen Loot. Mit meinen zerstörerischen Fähigkeiten. Oh, eine große Axt. Da hat sich das ja wenigstens ein bisschen gelohnt. Hast du eigentlich noch Spray? Spray? Spray! Nee. Schade. Die ist unberührt. Raus hier. Ja, das hier war auch unberührt. Unbefleckt. Scheiße. Machete. Klingt geil. Ja. Hola. Firefighter X. Keine Mosin. Boah. Kannst mal nach Munition gucken, Junge. Schön. Oh, was liegt hier denn? SKS. Oh, eine Green Pepper. Das braucht man, falls man mal angeschossen wird. Oh, noch eine Green Pepper. Wo hast du die SKS gefunden? Im Orangenhaus. Ah, stimmt. Lol. Seit wann gibt es denn da drin SKS? Lol. 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 Eigentlich brauchen wir nur einen abgesnacken und gut ist, ne? Ja. Schon auch wieder. Warum haben wir nicht wieder so gehandelt?
Dann lass doch lieber gleich zum Airfield. Ach grad, da steht einer, ja, was ist eine Mülltonne. Hast du schon ein bisschen Pupu in der Hose gehabt, wa? Ja. Wollt sich gleich wieder in den Busch verstecken, wa? Echt jetzt? Echt jetzt? Guck mal in der Schule. Ich da was drinne. Mein Typ ist auch schon wieder hungry. Was essen wir denn mal? Water 22 ist hier drin. Water. Dann machen wir die Spaghettis auf. Currently in action. Stimmt ja gar nicht. Ich bin schon hinten beim Krankenhaus. Hast du nach SKS-Munition geguckt? Nee. Wo denn? In deinen Munitionslagern. Ach ja. Ach ja. Werde ich doch eh nicht haben, weil ich die doch Kevin gegeben habe. Gut, Pascal. Das hättest du auch schon vor 20 Minuten schlussfolgern können. Ja, ist mir jetzt gerade erst eingefallen. Ja, du bist ein bisschen dösig bist gerade. Wow. Die Treppe. Nee, weil mir das jetzt gerade erst eingefallen ist. Die Treppe ist hier gerade ein bisschen gefährlich gewesen. Krankenhaus, was gibt's denn im Krankenhaus? Wie snacken wir denn am besten einen weg? Das ist auch eine gute Frage. Ich kann ja jetzt gar nicht so geil scouten. Orange. Defibrillator liegt hier auch rum. Sehr geil. Ist auch noch Batterien drin? Na, glaube ich nicht. So. Jetzt habe ich mich mal black gemacht. Das war schon mal ein bisschen besser. Warum stehst du auf dem Tisch? Ich will Spike trinken, weil. Dafür muss man auf dem Tisch stehen. Eigentlich so durch den Tisch durch. Nur 5 Schuss, das ist nicht viel. Reicht. Ich weiß nicht, ob ich den Defibrillator vielleicht mitnehmen soll. Vielleicht kann ich ihn aber wiederbeleben. Ach Quatsch, jetzt ob das jemals funktioniert. Ich nehme ihn trotzdem mit. Hat jemand zu viel Inventar? Ja, aber es ist dein Leben, wenn man retten kann. Dafür ja, habe ich immer Inventar. Ja, dafür habe ich immer Inventar. Ja. Weißt du? Ich danke dir später. Das wirst du noch wertschätzen, wenn ich meinen Inventarplatz geopfert habe. Ah, ich habe auch einen dabei. 2 sogar. Nein, dazu gar nicht. Klar. Dann, was du machen willst, ist mich looten. Ja, um dir das dann zu bringen. So, jetzt muss ich mal so eine dicke Pinata und so weiter laufen. Ganz stumpf so. La 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 la. Dann heißt es. Pop, 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 pop. Und dann ist deine Munition leer. Ja, dann solltest ja eigentlich du in Aktion treten. Aber du sitzt dann wahrscheinlich schon wieder in dem Busch. Ja, wenn ich da gut rausfahren kann, weiß ich schon wieder Sniper bei Full Metal Jacket. Getarnt. Der war nicht so geil getarnt eigentlich. Weil er hat den ganz schön zerschossen, den einen Typen. Ja, gut. Das ist ein Überraschungsmoment halt, ne? Wie in Daisy, der Erste, der schießt, der gewinnt. Obwohl, gestern war es ja auch nicht so. Der Erste, der wohl überlegt, schießt. Der Erste, der gut schießen kann und schießt. Die waren ja wohl überlegt, die Schiffe, aber haben nicht ausgereicht, um mich zu töten. Ich 10 Bastard, ich bin einfach nicht, mich kriegt man einfach nicht kaputt, ey.
Da hinten ist ein Zombie. Qualle, du bist doch echt nicht der Schnellste. Was ist da los? Meine Waffe ist einfach so. Ich bin einfach so vollbeladen mit Munition. Einer muss es ja tragen hier, ne? Mann, ey. Mit zwei. Muss man mal einen schnelleren Packesel besorgen. Boah, das Zombie hat mich gerade ein bisschen abgecreept, ey. Wie sich das bewegt hat, das war ja schon. Dachte ich kurz so. Okay. Was macht der Typ da? Ein Zombie. Choppst du den jetzt? Das war der Plan. Erstmal einen Baum choppen. Erstmal hier mitten auf dem Ding ein Lagerfeuer machen. Sehr geil. Der Server ist ziemlich voll, das heißt, wir können mit Gesellschaft rechnen. Ja. Obwohl, so viel Gesellschaft hatten wir ja nun immer nicht. Ne? Ja, letztes Mal haben wir 5 Leute gekillt, ne? Die kamen immer einzeln, also war immer nur einer da quasi. Schon mal Baracke, ist die oft zu? Off? Sieht offen aus. Ja, ist offen. Dann mal zum Waldrand. Guck mal, ob das erfährt. Roger, Roger. Eigentlich auch noch mal ins andere Haus. In bei der Feuerwache sind beide Dinger auf. Beide Türen. Ich glaube, oben sitzt einer drauf. What? Also, ich glaube, vielleicht. Jedenfalls sind auch beide Türen auf. Ja, hat ja nichts zu sagen, aber. Oben einer drauf nicht, ist einer, jetzt schon das sehr spezifisch. Ob das einer ist. Ich weiß nicht, ob das ein Typ ist oder ob das der Baum hinten der. Guckst du mit Fernglas? Ne, ich hab das Visier, aber dann kann man nicht reinzoomen. So. Dann hast du da rein, ne. Okay, clear. Oh oh. Ha? Back it up, dude, back it up, back it up. Okay, wo ist der? Im grünen Haupthaus hier vorne bei den Baracken. Erste Etage? Ja. Er gibt dich einfach. Der hat nicht direkt auf mich geschossen, ich konnte umso wieder raus. Mich werde ihn ja nicht rauslassen. Fuck you, bitch. Der erste Etage? Ja. Da bist du, okay. Wo ist er? Im Flur oder was? Er war oben im Flur, ja. Es wäre besser, wenn du die Vordertür nimmst, Pascal. Ja, aber wo willst du denn hingehen? Da gibt's ja nur die Vordertür. Ich dachte, ich gehe ein bisschen zurück, sodass ich in den Flur reingucken kann seitwärts. Vielleicht kann ich schießen. You know? Aber eben im Nahkampf bin ich doch krasser, oder nicht? Ja, deswegen sollst du auch bei der Tür bleiben, meine ich. Bleib doch an der Tür. Okay, dann gehe ich jetzt hier. Okay, gut. Hier nehme ich ein Stück weg. Ja. Kann ich den vielleicht im Winkel erwischen? Boah, das sieht schlecht aus. Solange er nicht ans Fenster geht. Also er hatte glaube ich eine Mosi. Rein theoretisch kannst du auch rein und ihn wegräumen eigentlich. Ah, ich weiß ja nicht, wo der ist. Er sitzt am Flur. Um die Ecke luschert man ja immer. Wenn er mich gut trifft, bin ich down. Ja, der trifft dich nicht. Ich luschere schon um die Ecke. Bist schon drin und luscherst um die Ecke? Nein, ich bin vor der Tür. Ja, der Luschern ist Geländer. Ja. Kannst du die Treppe hochluschern? Der muss ja immer erst die Treppe noch runter.
Ist schon ausgelockt. Dann sitzt er da. Dann ist er eine Zielscheibe. Ich sehe ihn. Mehrere. Mehrere? Ja. Die sitzen alle im Flur, oder was? Ich ja, hab jetzt den Seitenraum quasi im Blick. Einer ist das mit Motorradhelm, ne? Boah, das kann ich gar nicht genau sagen. Möglich, ja. Der hat eine schwarze Waffe in der Hand zumindest. Ja, hat er. Du hast da noch einen gesehen? Nee, aber ich krieg ihn nicht ins Visier, weil er da irgendwie am Geländer irgendwas macht. Er steht da irgendwie so rum. Ja, bei mir stand er auch so und hat so an der Seite runtergeguckt, so. Also keinen Sinn, dann zieht er doch gar nicht in die, runter die Tür, oder nicht? Oder ist das verbuggt? Ja, kann sein, dass er verbuggt ist. Hätte ich erstmal eine Granate. Verzieh mich mal. Ich hab gerade rote Connection, das ist nicht gut. Ja, aber halt die Tür aber im Auge. Ja. Ich habe halt die seitlichen Fenster beide im Blick. Warum bewegt er sich denn da nicht weg? Ach, würdest du ihn doch einfach wegrömern. Ja, der ist aber mir aber überlegen. Ja, der hat eine gute Position, da kann man nicht so leicht hinrömern. Vielleicht sowas wie so ein Warnschuss. Du kannst ja einfach so schießen, ohne direkt auf ihn zu schießen. Vielleicht kommt er dann trotzdem in Bewegung. Rennt direkt über mir. Ich kann den überhaupt nicht sehen. Achso, der sitzt einfach über dir. Also der sitzt jetzt, wenn du kannst ja da lang gehen, noch wenn du oben bist, noch da. Ja, ja. Nicht in den Raum, sondern da sitzt er gerade. Das ist natürlich echt überlegene Position. Kann ich mir irgendwie den Blick da rein verschaffen? Wo ist denn dieser komische Funkturm, der hier eigentlich ist? Nee, da kannst du nicht durchgucken. Da ist eine Wand zu der Seite hin. Ja, aber wenigstens, dass ich so halbwegs das obere Stockwerk im Blick habe. Hier war doch eigentlich... Ach, da vorne ist das Ding. Na, na gut, das bringt mir natürlich nichts. Ist doch scheiße, ey. Da hat man schon mal einen am Wickel. Dann verbarrikadiert er sich einfach. Oh, das bist du da, ne? Ja. Ja? Der hier steht. Ich stehe in dem Gebäude. Du stehst im Gebäude? Ja. Puh, fuck. Wo ist da noch einer? Bei diesem Schrottgebäude vor deinem Haus. Wie bei dem Schrottgebäude? Ja. Das ist ja direkt bei mir hier. Ja. Deswegen dachte ich auch, das wärst du. Wo sitzt er da? Er hat sich verzogen, als ich mich auch verzogen habe. So weit wird er nicht sein. Hatte der eine Waffe? Ja. Wo bist du genau? Bei der Zelle da, in dem Haus noch drinne. Wo dann... Ja, in der Zelle bist du eigentlich safe. Wenn er reinkommt, kannst du ihn gleich wegrömern. Scheiße, ey. Hätte ich gewusst, dass du das nicht bist, hätte ich den wegrömern können. Aber ich dachte, das wärst du. Zum schnell antworten müssen. Ja, hast du ihn schon gesehen, oder nicht? Wie? Du hast ihn doch gesehen, wie der aussah, oder nicht? Ja, aber der sah halt so aus wie du. Oh, oh Gott, nein. Das ist echt. Ja. Ja, riskant. Oh. Einmal eiskalt gegen das Haus geflogen. Oh! Ja. Null Problemo, Junge.
Ja, komm, Georg, wir fahren jetzt einfach über die Berge.